Meine Damen und Herren, liebe Freunde des SCM, wir kommen wieder zusammen zu unserer jährlichen Saisonauftakt-Pressekonferenz, heißt das. Ja. Dieses Jahr ist es ein besonders schöner Anlass, weil wir einfach, wie Sie wissen, tolle, wunderbare Erfolge haben. Ganz aktuell natürlich Michael Damgaard, herzlichen Glückwunsch Ihnen, unseren anderen dänischen Spielern, Janne Krien, Mats Christiansen, ihrer ganzen Mannschaft. Das war natürlich eine super Leistung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich war so deprimiert nach dem Ausscheiden gegen die Franzosen. Die Franzosen sind auch tolle Spieler. Aber es ist halt so. Man freut sich auch mal, wenn auch mal jemand anders gewinnt. Und das ist wirklich eine tolle Leistung. Und so ein kleines bisschen von der Goldmedaille, das haben wir hier auch in Magdeburg. Das fällt auch auf uns. Und das ist doch einfach richtig schön. Also das ist klasse. Und natürlich Bronze glänzt nicht ganz so golden, aber Lemke ist jetzt nicht hier. Unseren Bronzemedaillengewinnern auch herzlichen Glückwunsch. Ich finde, sie haben auch toll gespielt. Und wie das dann so ist, nicht am Ende geht es dann manchmal halt knapp aus. Und das kennen wir ja schon alle. Mal gehört man zu den, glücklicheren und mal ist es dann nicht ganz so glücklich. Ja, tolle Ereignisse, nicht? Der DRP-Pokalsieg ist jetzt schon bald schon her, aber unserem SM Max Schmidt, Bernd Wiegert, Steffen Stiegler, Tulpe, euch allen auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Die Saison war ja ziemlich mittelprächtig, nicht? Aber am Ende ist, glaube ich, mal zwei Plätze nach oben gegangen, ne? Das ist so, ne? Das zeigt so, der SC Magdeburg, wenn es drauf ankommt, dann macht er so und dann geht es auch ruckzuck da nochmal. Und im Pokalfinale, da war ich auch völlig deprimiert in Hamburg, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Letztes Jahr so knapp verloren und die Flensburger, die sind ja auch irgendwie, ach, und das war so toll. Und das war wirklich ein Spiel von Anfang an immer, ja, alles im Griff gehabt, ne? Das war wirklich super. Also, gerade auf Michael Damgaard. Ach, das war schön. So was möchten wir gerne noch häufiger erleben, sag ich. Und da muss ich mal auf meine Stichworte gucken, dass ich das hier auch alles richtig sage. Ich will ja auch nicht zu viel reden. Ich glaube, ich darf dann schon zu unserem eigenen Hauptpunkt kommen. Wir nutzen natürlich das auch gerne mal, wenn es dann mal wieder so weit ist, um den Sponsoring-Vertrag zu verlängern. Das wollen wir jetzt auch wieder für 2 Jahre tun. Max Schmidt möchte es immer gleich für 5 Jahre. Aber ich sage ihm immer, lass mal 2 Jahre, weil wir stocken dann ja auch immer wieder auf. Und bei 5 Jahren, dann ist der ja so geschlossen, nicht? Und so haben wir das auch diesmal gemacht. Denn wir haben uns ja alle vorgenommen, das war ein sehr, sehr schöner Erfolg, aber wir müssen natürlich und wollen, wir wollen einfach angreifen, nicht? Und dafür müssen auch alle sozusagen sich engagieren und was machen. Und da müssen auch die Sponsoren natürlich ran und wir müssen auch schauen, dass unser Sponsorenumfeld, was das wirklich, ich meine, das ist ja eine tolle kaufmännische Leistung gewesen in den vergangenen Jahren, den Verein schuldenfrei gemacht, die Sponsorenbasis sehr stark verbreitert und ausgebaut. Aber uns trennt immer noch das eine oder andere von Kiel, Flensburg. Und wir wollen unseren Etat, sage ich einfach mal, um 1 Million aufstocken. Und das werden wir nicht ganz für diese Saison schaffen. Aber dann in der Saison 17, 18, richtig, ja. Da denke ich, sind wir soweit. Und als Hauptsponsor wollen wir da mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir haben unsere 20% auf jeden Fall draufgepackt. Und das ist ja dann auch bei uns schon durchaus ein relevanter Betrag. Ja, also den Vertrag haben wir hier, den unterschreiben wir jetzt, ne? Unterzeichnen wir jetzt, das machen wir heute. Was steht noch auf meinem Zettel? Habe ich jetzt was Wesentliches vergessen, Frau Zacher? Ja? Alles gut, prima. Dann bin ich meine Botschaften losgeworden. Bedanke mich ganz herzlich hier und dann habt ihr das Wort. Aber wir unterschreiben jetzt den Vertrag, ne? Ja, das machen wir jetzt, okay. Oh ja, toller Schreiber hier. Geht steht da drauf. Ich werde verrückt. Ja. Wahnsinn. Ist das? Das kann ich doch gar nicht schreiben. Das habe ich letztes Mal in der Schule gemacht. War das doch. Er schreibt doch gar nicht. Ich habe das jetzt erst vorliegen. Das ist das ja hier rauf. Guck mal. Doch, ich schreibe. Ich habe die erste. Ich halte den wahrscheinlich so doof, das liegt an mir, aber ich nehme halt einen. Ich kann einfach nicht mit Füller schreiben. Gut, okay. Ja. Jetzt tauschen wir. Jetzt tauschen wir. Okay. So. Super. Welchen wollen Sie? Das
Auf jeden Fall gegen Willem Füller, der Schaden. Ja. Ja, machen wir nochmal hier so Shake Hands, ne? Ja, ja. Also, große Erfolge. Okay, wunderbar. Ja, dann machst du. Dann würde ich weiter. Würde ich vielleicht übernehmen. Ist natürlich ein sehr, sehr schöner Tag für den SC Magdeburg heute. Nicht nur, dass die 5 Olympiateilnehmer wohlbehalten zurückgekommen sind, sondern dass wir eben heute auch mit der GTEC neuen Sponsorenvereinbarung treffen konnten. Zum Wirtschaftlichen hat der Dr. Gerold schon einiges gesagt, was in den vergangenen Jahren geleistet worden ist. Ich glaube, wenn man auf sportlich auch mal reflektiert, wir haben in den letzten 6 Jahren, und nur dafür kann ich sprechen, 4-mal Europapokal-Qualifikation geschafft. Wir waren 2-mal in Hamburg, 1-mal mit dem Titel. Wir haben heute 3 Sportler mit einer Goldmedaille zu feiern, 1 mit der Bronzemedaille, einer ist Europameister. Ich glaube, wenn man das vor 6 Jahren vorausgesagt hätte, dann hätte man gesagt, das ist sehr, sehr ambitioniert. Ich glaube aber, dass wir jetzt an den Punkt kommen, wo wir einfach auch ganz klar neue Zielstellungen definieren müssen und definieren wollen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel erreicht, nicht nur auch im sportlichen Bereich. Ich glaube, wir sind strukturell sehr, sehr gut gewachsen. Wir haben sehr viel in die Marke investiert. Ich habe vor kurzem die Fernsehzahlen bekommen, wo wir mit weitem Abstand bundesweit Nummer 1 sind in der TV-Präsenz. Das liegt auf der einen Seite natürlich an den Live-Übertragungen von Sport 1, aber eben auch an der starken Berichterstattung vom MDR, wo ich mich hier in aller Form nochmal bedanken möchte. Das unterstützt uns natürlich auch maßgeblich. Ja, wir sind an einem Punkt angekommen. Ich sage mal, wir können uns eintakten, wirtschaftlich, vielleicht auch sportlich irgendwo auf einer Augenhöhe momentan mit Berlin, Göppingen, vielleicht Melsung. Und wir wollen einfach auch mit der Vertragsunterzeichnung das klare Signal geben, dass wir in den nächsten 4 Jahren den Weg nach vorne gehen wollen. Je schneller, desto besser, aber immer Schritt für Schritt. Und ich glaube, das hat uns in der Vergangenheit gut getan, das wird uns auch in Zukunft gut tun. Mir ist auch ganz, ganz wichtig, wir sind jetzt in einer Situation, auch mit dem Pokalsieg, dass wir viele Spieler eben für den SC Magdeburg gewinnen können. Michael Damgaard ist ein Beispiel, der letztes Jahr gekommen ist. Und wir wollen einfach nicht nur eine Durchgangsstation werden, sondern wir wollen für Spieler auch eine Endstation sein, wo man sagt, zum SC Magdeburg möchte ich kommen und auch Erfolge feiern, so wie im letzten Jahr. Und wir wollen auch keine 20 Jahre mehr auf den nächsten Pokalsieg warten. Das ist aber alles ein Prozess, der geht nicht über Nacht. Wie gesagt, wir haben große Etappenziele jetzt geschafft und jetzt geht es einfach weiter. Wir müssen klar unsere Ziele definieren. Wir müssen vielleicht auch hier und da ein bisschen robuster im Auftreten werden und wir müssen einfach weiter wachsen. Wir müssen die Grundlage schaffen, die wirtschaftliche, organisatorische Grundlage, letztendlich in die Spitzengruppe reinzuwachsen. Aber wir stehen natürlich im Wettbewerb. Das will Melsung und Berlin genauso. Und ich glaube, es gibt viele, viele gute Argumente, die für den Standort Magdeburg sprechen. Die mediale Präsenz ist das eine. Denn ich habe gestern persönlich Michael Damgaard vom Flughafen abgeholt. Es war kurz nach 12 und er sagt, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Signal. Ja, wir wollen weiter und es ist aber auch völlig klar, dass so ein Wachstumsprozess, der organisch untersetzt sein muss, dass das Schritt für Schritt geht. Und wir werden auch erleben, dass es wieder mal Phasen gibt, wo es vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber ich habe gestern ein ganz gutes Zitat gehört, auch von den Kollegen von Schalke 04, der sagt, wir müssen einfach konsequent unseren Weg weitergehen und dann wird sich über kurz oder lang der Erfolg auch einstellen. Und ich denke, dass ich einen gewissen Überblick auch in der Liga habe. Wir haben alle Möglichkeiten und ich freue mich außerordentlich, dass die GTEC hier vorangeht, unser Hauptsponsor, sich positioniert und sagt, wenn wir alle in allen Bereichen ein Stück weit zulegen, das ist nicht nur das Thema Sponsoring, das ist das Thema Organisation, das ist das Sportliche, dann haben wir hier alle Möglichkeiten. Und das sind große Schritte und die Luft wird dünn, aber ich glaube, wir sind dazu in der Lage. Denn nicht nur die GTEC ist ambitioniert in der Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg, auch ich selber habe meinen Vertrag unterschrieben und nicht, um die nächsten 4 Jahre den Status quo zu verwalten. Und insofern ist das, denke ich mal, heute ein guter Tag, einfach auch ein Signal zu geben, dass sich der SCM auf den Weg macht. Das wird dauern und es wird auch wieder Rückschläge geben, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben in den letzten Wochen personell schon einige Flecke eingeschlagen. Dario Quenstedt verlängert, Matthias Muschke, Robert Weber. Und ich bin eben sehr, sehr froh und auch stolz, dass wir heute vermelden können, dass Michael Damgaard bis 2018 auf jeden Fall dem SC Magdeburg erhalten bleibt. Ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wenn man mit einer Goldmedaille wiederkommt. Und er ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Und ich bin sehr, sehr froh, Michael, dass du bei uns bleibst. Ich glaube, das sind wir alle. Und das zeigt auch, dass der Glaube auch an den Handballstandort Magdeburg ganz einfach bei den Spielern auch vorhanden ist. Ja, Michael, vielleicht ein paar Worte von dir. Aus Brasilien. Nee, wie du sagst, ich bin zu Hause. Das ist schön.
Das hören wir gerne. Prima. Also so viel vielleicht zum Thema Perspektive, wo wir hinwollen. Ich würde jetzt, wenn Sie zu dem Thema keine Fragen haben, vielleicht mal weitergeben an unseren Trainer Bernd Wieger, der ein bisschen Einschätzungen macht zur Vorbereitung, wo steht die Mannschaft und was wollen wir sportlich die nächste Zeit erwarten. Gibt es noch Fragen? Also dann auch direkt. Fragen aus der Runde? Pulli? Ja, vielleicht an Dr. Gerber. Sie haben gesprochen, dass eine Million aufgestockt werden muss. Ist die gemeine Frage, von wo aus? Ja, von unserem jetzigen Etat aus. Und der wäre? Wir müssen männlicher beantworten. Ich kenne die Zahlen nicht. Also, ich sage mal so, Rudi, wir geben keine Etatzahlen raus, sondern in der Bundesliga die Etatzahlen sowieso komplett verwaschen. Da werde ich auch zukünftig das so machen. Weil ganz einfach, es gibt unterschiedliche Standorte, da spielen so viele Faktoren rein. Das Entscheidende ist letztendlich, und das ist bei allen Bundesligisten messbar gleich, was kann ich für den sportlichen Bereich im Spieler investieren? Das ist die gleiche Messlatte. Da gibt es nämlich die gleichen Berufsgenossenschaftsbeiträge und das ist das Entscheidende. Und da wollen wir ganz einfach um 20% wachsen und das würde in etwa auch dieser Million entsprechen. Und ich glaube, dann kommen wir auf ein Niveau an den Top 3 bis 4. Darf ich Ihre Aussage so verstehen, dass Sie auch die anderen Sponsoren des SC Magdeburg auffordern, mitzuziehen? Das möchte ich mal sagen, wenn ich darf, Herr Schmidt. Das ist ja, Sponsoring ist ja eine Sache, man muss das Geld ja auch erstmal verdienen. Ja? Also ich meine, ich würde mich freuen, wir haben das im Aufsichtsrat auch so gesagt, wenn alle die, die das wirtschaftlich können, das tun und jemand, der gerne mehr machen möchte als 20%, ist dann natürlich herzlich willkommen. Sag ich mal nicht, das ist ganz klar, aber wir wissen auch, dass man ja, wir sind ja nicht, man kann ja nicht anordnen, dass 20% erhöht wird bei jedem. Manche können es einfach nicht, für manche ist das, was sie tun, schon viel. Wir haben ja auch nach jeder Saison immer wieder eine gewisse Fluktuation. Es gibt Firmen schlecht, da schaltet mal jemand aus, kommen andere hinzu. Insgesamt gesehen hat Herr Schmidt das verstanden, in den letzten Jahren die Sponsorenbasis sehr zu verbreitern. Ich glaube, es gibt keinen anderen Handball-Bundesliga-Verein, der eine so breite, also so eine große Anzahl von Sponsoren hat. Nun sind wir in Magdeburg, nicht? Wir haben nicht die ganz großen Markenartikler und den einen oder anderen, das fällt uns schwerer. Aber ich denke, wir haben uns die Millionen zum Ziel gesetzt. Die muss daher kommen, dass die es können, kräftig was beitun. Die 20% sind so eine Richtmarke, nicht? Das hatten wir gesagt, deshalb haben wir das auch für uns so umgesetzt. Wir wollen aber auch weitere Sponsoren gewinnen. Wir gucken natürlich auch, ob wir mal einen sozusagen überregionalen Sponsor bekommen, mal einen Markenartikler. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber man muss sich ambitionierte Ziele setzen, sportlich, aber natürlich auch kaufmännisch. Und ich denke, wir arbeiten da alle dran, dass wir das hinkriegen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Magdeburger Wirtschaft auch dieses Signal aufnimmt. Weil ich einfach glaube, die Signale, die von einem erfolgreichen Sportverein ausgehen, und ich glaube, nicht nur mit den Olympiamedaillen, mit dem Pokalsieg, das ist eine Werbung, die für die Stadt und für die Region, für das Bundesland einfach einzigartig ist. Und es ist ja nicht so, dass wir hier als privatwirtschaftliches Unternehmen im Vordergrund agieren, sondern wir wollen ganz einfach für die Stadt und für das Land maximale Botschafter sein. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und wenn ich mir die Entwicklung angucke in den letzten Jahren, werden wir mittlerweile, das sage ich ja immer wieder, Identitätsstift nach innen, weil wir haben eben auch in ganzen neuen Bundesländern unsere Fans und Zuschauer sitzen. Das belegen eindeutig die Fernsehzahlen und als Botschafter nach außen auftreten. Da haben wir sehr viel für investiert und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube, dass der letzte Schritt, der natürlich schwierig ist, das ist doch keine Frage, aber wir müssen uns dieser Situation stellen, weil wir wollen den Status quo nicht verwalten. Weil dann werden wir auch wieder Spieler verlieren, das kann sowieso passieren, aber wir müssen einfach auch klar kommunizieren, wir wollen die nächsten Schritte in den nächsten Jahren vorbereiten. Gibt es zu dem Komplex noch Fragen von Ihnen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich an Bennett weitergeben und vielleicht eine kurze sportliche Einschätzung zur Situation nach der Vorbereitung und einen Ausblick auf die Liga. Ja, ich habe, glaube ich, in diesem Kreis mit vielen Medienvertretern schon über unsere aktuelle Vorbereitung gesprochen. Wir haben gestern in Naumburg unser letztes Vorbereitungsspiel absolviert, haben gegen die Füchse Berlin mit 23-21 gewonnen und ich habe der Mannschaft gestern mitteilen dürfen, dass ab diesem Zeitpunkt auch die Vorbereitung als beendet erklärt ist. Da wir jetzt ab morgen 2 Tage haben, um uns zu fokussieren, um uns zu finden, um im DHB-Pokal erfolgreich zu sein. Wir spielen am Wochenende kleines Final Four
in Nordhorn, haben am Samstag gleich um 19 Uhr die Heimmannschaft als Gegner, was alles andere als eine leichte oder als eine Aufgabe ist, die wir im Durchmarsch erledigen werden. Deswegen bin ich übermaßen glücklich, dass das, was ich jetzt ersehen kann, dass die Olympiateilnehmer gesund zurückkehren und auch morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das wird auch so die Problematik der nächsten zwei Tage sein, die fünf Rückkehrer bestmöglich zu integrieren. Ich glaube, ich habe oft genug erwähnt, dass die Leute, die Mannschaftsteile, die Vorbereitung komplett absolviert haben, das mehr als zufriedenstellend absolviert haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie in der Vorbereitung bereit war zu arbeiten, bereit war, sich zu quälen, bereit war, über gewisse Grenzen hinauszugehen. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das gibt mir persönlich ein gutes Gefühl, aber ich hoffe vor allen Dingen der Mannschaft ein gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben, vor allen Dingen im athletischen Bereich, bereit zu sein. Ich möchte jetzt einfach, dass wir uns freuen. Dass wir uns freuen auf den Start, dass wir mit den Füßen schauen, dass es endlich wieder losgeht. Ganz Magdeburg ist, glaube ich, stolz auf alle fünf Olympiateilnehmer. Ja, ich spreche mit Absicht über alle fünf. Die größte Strahlkraft haben bestimmt die Olympiasieger wie Mika, Yannick und Mats. Auch von mir nochmal, ich habe Ihnen gerade schon gedrückt, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist eine tolle Sache für die Marke SC Magdeburg, eine tolle Sache für uns als Mannschaft Olympiasieger zu haben. Aber nicht weniger abzuwerten ist die Bronzemedaille von Finn Lemke und auch die Teilnahme von Marco Bejak. Wir hatten fünf Spieler, die das Viertelfinale erreicht haben. Das ist aller Ehren wert. Jeder, der Sportler ist, möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wenn das dann auch mit einer Medaille belohnt wird, großartig. Ich hoffe natürlich, dass das keine Blase ergibt, weil das jetzt natürlich innerhalb kürzester Zeit eine andere Welt ist, aus dem olympischen Dorf zurückzukehren und in seinem Heimatverein auf Punktejagd oder auf Pflichtviehsiege zu gehen. Das ist keine einfache Aufgabe, vor allen Dingen im Kopf. Ich hoffe, dass sie das schnell schaffen, den Übergang, den Switch zu schaffen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich am Anfang wahrscheinlich mehr auf die Kräfte zurückgreifen werde, die Vorbereitung mit absolviert haben. Weil sie sich erarbeitet haben, weil sie es verdient haben und möchte dann peu à peu, nach und nach, die Olympiakader wieder mit in unseren Kader integrieren und dann die Leistungsstärke der Mannschaft einführen. Das muss schnell gehen, wir haben wenig Zeit. Ich hätte mir vielleicht mehr Zeit gewünscht, die ist nicht da. Mund abputzen, nicht jammern, tun. Und das erste Ziel steht am Wochenende an. Das heißt, kleines Final Four, wenn wir immer wieder, auch heute noch über den Pokalsieg reden und das Ziel haben, bestmöglich uns für den SC Magdeburg zu präsentieren, dann fängt das schon an diesem Wochenende an. Die Mannschaft freut sich drauf, wir freuen uns drauf. Ich nehme das in der Stadt wahr, dass eine gewisse Euphorie herrscht, Vorfreude auf eine Bundesliga-Saison. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Deswegen habe ich dazu jetzt erstmal nicht mehr zu sagen, freue mich vielleicht auf Fragen ihrerseits. Fragen an Bennett. Wir sind alle gespannt. Steffen, möchtest du was ergänzen als sportlicher Leiter? Möchte ich. Also ich sehe das genauso wie Benno. Ich glaube, dass wir mit den Spielern, die wir zur Verfügung hatten, eine sehr gute Vorbereitung gemacht haben, vor allem im physischen Bereich. Dass die Jungs sich sehr gut auch in den Spielen verkauft haben. Natürlich hat Benno da auch ein paar neue taktische Sachen. Wir haben ja auch neue Regelungen in der neuen Saison mit umgesetzt hat. Das hat alles gut funktioniert. Das Wichtigste wird jetzt sicherlich sein, dass wir die Olympiateilnehmer versuchen, so schnell wie möglich einzubinden. Ich glaube, dass für Mika natürlich sehr, sehr viel einprasselt jetzt. Vertragsverlängerung, wo wir uns sehr drüber freuen, weil er ist der Faktor X, den wir bei uns haben, der uns natürlich in der letzten Saison auch sehr viel geholfen hat in schwierigen Situationen. Und ich glaube, so einen Spieler braucht man auch in seiner Mannschaft. Und deshalb sind wir natürlich extrem glücklich, dass er noch ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Sicherlich wird die Frage jetzt auch kommen, Zielstellung für die nächste Saison. Wir haben es ja angesprochen, wir sind letztes Jahr DHB-Pokalsieger geworden, sind Achter in der Liga geworden. Das ist sicherlich nicht das Ziel, was wir ausgegeben haben, da wollen wir uns schon deutlich verbessern. Und das Grobziel, was wir halt so ausgeben, ist nächstes Jahr wieder international dabei zu sein. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Spanne von bis.
Aber ich glaube, das sollte immer unser Ziel sein, auch im kommenden Jahr dann national, international dabei zu sein. Die Möglichkeiten sind da. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir haben ja jetzt auch mit den anderen Vertragsverlängerungen dafür gesorgt, dass wir in den kommenden Jahren nicht diese großen Abgänge haben, sondern maximal vielleicht immer eins, zwei ergänzen, somit, damit das Gros der Mannschaft zusammenbleibt und wir über längere Zeit halt auch mit einem Kern der Mannschaft die nächsten Jahre bestreiten können. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig für die Zukunft. Das von mir. Fragen an Steffen oder an Benno, Rudi. Wenn du sagst, international als Grobziel das Mindeste, das würde bedeuten, in der Meisterschaft, wenn du sicher gehen, mit Vierter zu werden. Ist das, sehe ich das richtig oder irre ich da jetzt irgendwo? Also Berlin ist dies ja auch mit dabei. Also ja, die haben es auch nur über die Wildcard geschafft, ne? Ja, eine Wildcard ist ja auch möglich, aber ich sag mal, bei der IAF weiß man nie. Also momentan ist es der vierte Platz. In den letzten Jahren war es auch immer mal der fünfte oder sechste Platz. Deshalb habe ich ja gesagt, das ist weit geprägt und man kann auch Pokalsieger werden und Achter ist man auch international dabei. Also unser Ziel ist es, international dabei zu sein und uns natürlich sportlich in der Bundesliga zu verbessern. Also sprich halt auch mit den anderen Mannschaften um die Plätze 5, 6 mitzukämpfen. Wir wissen, dass es auch noch weiter nach vorne gehen kann, aber da muss eben auch alles passen. Ich habe noch eine Wolfgang? Frage an Fabian. Du hast ja als Aktiver sozusagen die Vorbereitungszeit erlebt. Wie ist es eigentlich mit einer Hoftruppe, die Vorbereitungszeit zu meistern, wo 7 Leute eigentlich am Ende gefehlt haben? Man kann das auch nicht eine Rumpftruppe nennen, das wäre halt unfair gegenüber die anderen. Aber ich fand es spannend, weil gerade man weiß halt, das weiß Benno auch aus Erfahrung, wie enger der Kader ist, wie enger man auch hart zusammenrückt. Das hat man, denke ich, auch gesehen bei uns in den Spielen. Wir haben wirklich gerade mit so wenig Leuten uns richtig den Arsch aufgerissen in jedem Spiel und auch jedes Mal gute Ergebnisse erzielt, obwohl es in manchen Spielen vielleicht am Ende dann ein bisschen gefehlt hat oder Luft raus war, aber das hat, muss ich ehrlich sagen, das hat riesen Spaß gemacht. Ich finde, es war eine tolle Vorbereitung. Klar wünscht man sich immer als Verein, als Trainer, als Mannschaft, dass man komplett ist. Wäre besser für die Vorbereitung, für den Liga oder für den Pokal am Wochenende. Aber ich denke, wir haben absolut das Beste rausgemacht. Ich glaube, was auch noch interessiert, ist die Situation, wie haben sich die Neuzugänge integriert? Wie ist da der Stand und wie ist der Stand bei den angeschlagenen, verletzten Spielern? Benno, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Natürlich. Also die Neuzugänge Cristiano Sullivan und Daniel Pedersen haben sich mehr als gut integriert. Das lässt sich immer leicht sagen. Ich mache es einfach daran fest, dass sie menschlich zu uns passen. Das kann man nach 2 Monaten bzw. 6 Wochen schon etwas einschätzen. Das sind gute Jungs, die uns nicht nur sportlich helfen werden, die, glaube ich, auch charakterlich gut ins Magdeburger System reinpassen. Dani hat große Spielanteile bekommen, hat gezeigt, welche Fähigkeiten er besitzt, welche Möglichkeiten er hat. Immer dieses Alter nicht zu vergessen, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Beide sind noch 25, Dani sogar 24. Wir können also auch da noch Entwicklung erwarten oder Entwicklung erhoffen. Auf keinen Fall am Ende ihrer Perspektive. Da freue ich mich sehr, dass wir die Chance haben, diesen Weg mit zu begleiten mit diesen Spielern. Bei Cristiano Sullivan steht immer noch die Problematik seiner Verletzung im Raum. Aber das läuft vollkommen nach Plan. Da gibt es nichts, was mich jetzt gerade verunsichert. Aber er braucht halt noch etwas Zeit. Ja, er hat eine Meniskus-OP sich in Norwegen kurz vor der Vorbereitung organisieren lassen. Wir sind jetzt Post-OP, also nach der OP 5,5 Wochen. Man spricht von 6 bis 8 Wochen und wir sind vollkommen im Plan. Er fängt diese Woche an, mit Kontakt zu trainieren. Wir gucken, wie er die Belastung verträgt, wie wir die Belastung steigern können. Werden dann sehen, wann wir in Return to Play spielfähig haben. Ich rechne damit, dass es zum Pokal definitiv nicht reichen wird. Zum Supercup glaube ich auch nicht. Ein realistisches, aber optimistisches Ziel ist Punktspielstart bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und da, ich meine, Sie kommen alle aus dem Sport, brauche ich Ihnen nichts erzählen, ist es dann so, dass es vielleicht für Hilfe reichen wird. Aber nicht für
60 Minuten oder 50 Minuten oder 30 Minuten, sprich von 15 bis 20 Minuten, das wäre für uns ein Erfolg. Aber auch dann wird er noch Zeit brauchen, um sich anzupassen, ein System zu finden und zu akklimatisieren. Die beiden Jungs, Daniel Pettersson kommt das erste Mal ins Ausland, neue Sprache. Bei Christian Salomon ist das etwas anders, das ist Norweger, er war schon mal in Schweden, in Kristianstad, im Ausland. Aber wir müssen ihnen Zeit geben, sich etwas anzupassen. Es wäre vermessen zu erwarten, dass sie kommen und das Niveau der Liga bestimmen. Auch sie werden ihre Zeit brauchen, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Wir hoffen natürlich alle gemeinsam, dass das schnellstmöglich umsetzbar ist. Zu Mats kann ich am wenigsten sagen, weil ich ihn nur über WhatsApp-Kontakt, über E-Mail-Kontakt kennengelernt habe. Ich freue mich enorm drauf, ihn am Donnerstag zur Goldmedaille gratulieren zu dürfen und kennenzulernen. Da mag es man mir nicht verübeln, dass ich da wenig sagen kann, was Charakter, Persönlichkeit betrifft. Aber ich freue mich drauf, da auch er, was haben die Olympischen Spiele schon gezeigt, uns definitiv helfen wird und sogar noch mehr als das. Fragen dazu vielleicht? Peters, bitte. Ich habe mal eine Frage zu den neuen Regeln. Das war ja nun das erste Turnier, das so gespielt wurde. Gibt es denn jetzt in deiner Auffassung Änderungen oder genau das habe ich gesehen nach wie vor so, das hat Olympia bestätigt? Ja, also der olympische Trend oder der internationale Trend hat schon bestätigt, dass das eine taktische Waffe oder eine taktische Finesse sein kann, die helfen kann. Wir haben das nun bis zur Vergasung gespielt, muss man auch sagen. Das war aber auch etwas aus der Not geboren. Wir hatten keinen etatmäßigen Rücker- und Mittelmann da. Marco Beschak war bei den Olympischen Spielen, Christian O'Sullivan noch verletzt. Ich habe einfach zu viel Gefahr gesehen. Die beiden Rückraumspieler, die ich im Erstligakader habe, plus Perspektivspieler dahinter, im 6 gegen 6 zu verheizen. Hätten wir mit zwei Kreisläufern gespielt, zwei Rückraumspielern, wäre es immer wieder nötig gewesen, dass Nemanja Zelenovic und Fabian van Olfen ins 1 gegen 1 gehen, Kräfte rauben und das über eine komplette Vorbereitung, 6 Wochen, hätte eine große Gefahr ergeben, dass sie die Kräfte nicht reichen und aus Ermüdung entstehen Verletzungen. Deswegen, die neuen Regeln haben es zugelassen, das war so mal die Probe aufs Exempel, zu probieren, mit dem Feldspieler anzugreifen. Wir haben es zu 100% die Vorbereitung durchgezogen. Wir haben damit auch großen Erfolg gehabt. Also wir waren, glaube ich, auch selber überrascht, wie gut das funktionieren kann. Ob das taktische Mittel über 90% der Bundesliga-Saison sein wird, wage ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die sehr, sehr gut im 6 gegen 6 angreifen kann. Aber es wird uns auch mal helfen. Es wird uns nicht schlechter machen. Sondersituationen gibt es immer wieder. Unentschieden, eine Minute Verschluss. Wir haben eine Auszeit, können eine Auszeit nehmen, können mit 7 Feldspielern agieren. 2 Punkte statt 1 Punkt holen oder noch einen Unentschieden retten. Wir liegen 10 Minuten Verschluss mit 5 hinten auswärts, können uns so nochmal rankämpfen. Gibt genug Möglichkeiten, indem man die taktischen Möglichkeiten der neuen Regelauslegung für sich nutzen kann. Es wäre fahrlässig, nicht innovativ zu sein und das einfach hinunterfallen zu lassen. Ich halte es für nötig, sich damit zu beschäftigen, mehr als das. Gibt es noch Fragen an Benedikt? Vielleicht kann Fabian dann auch noch sagen, welche Erfahrungen er jetzt mit diesen neuen Regeln hat, inwieweit das problematisch ist oder nicht problematisch ist, sich darauf einzustellen. Ja, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, man kommt schon auch einfacher zu leichten Tore. Ja, aber es kann natürlich auch passieren, dass die andere Seite, dass man, wenn technische Fehler macht, den Ball dann hinten schon wieder ins Tor fliegt. Ne? Aber ich denke, wir haben jetzt in der Vorbereitung positive Erfahrungen damit gemacht. Ja, klar kann man das auch nicht immer spielen. Ja. Ob es das Hamburg jetzt zugutekommt oder... Ja, das ist jetzt eine tolle Sache, das wird sich in der Zukunft auch zeigen. Überlegt man mehr in der letzten Minute, ob man den Gegenspieler umreißt oder nicht? Ja gut, das ist ja nicht wirklich das hat ja nichts mit der 7. Feldspieler zu tun. Nein, aber es gibt ja nicht nur diese eine neue Regel, 7. Feldspieler, es gibt ja mehrere neue Regeln. Naja, die haben uns auch klar gemacht, wenn man in die letzte halben Minute ein normales Foul macht, was auch eine 2-Minute-Strafe ist, dann ist es ein normales Foul und kriegt man 2 Minuten. Oder gibt es vielleicht einen 7 Meter auf der anderen? Nein, das ist uns nicht so erklärt worden. Es ist nur, wenn es eine klare Torschance ist und man das verhindert oder man durch unfaires Verhalten, wie man einen Anwurf verhindern oder
dann ist es halt so, dass die rote Karte kommt und ein 7 Meter. Aber ein normales Foul 6 gegen 6 in 2 Minuten, kriegen sie 2 Minuten Strafe und wird mit einem Freiwurf ausgeführt. So, entweder tiefer reingehen in die Taktik. Nur mal so ein Beispiel. Ich weiß noch nicht, wie viele Spieler jetzt überlegen ja zweimal, bevor er in der letzten Minute nein, sowas gar nicht. Macht oder nicht. Gar nicht. Ich überlege sogar drei oder viermal. Ja. Ja. Sagen wir mal, ich liege mit einem Tor zurück und der Gegner hat den Ball und hat 20 Sekunden zu spielen und ich weiß, ich habe wenig Chancen, in 20 Sekunden in Ballbesitz zu bekommen. Schicke ich nicht einen, um Foul zu machen, was mit Rot bestraft wird, um einen guten Torhüter drin zu haben, der vielleicht einen 7 Meter hat und ich auch mal in Ballbesitz komme und einen Unentschieden retten kann? Ich sehe da viele Lücken in dem System, aber wir sollen das nicht bewerten, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Ich kann das bewerten, was ich bestimmen kann und das ist die Taktik meiner Mannschaft. Ich kann nicht das Regelwerk bestimmen. Das Regelwerk habe ich so zu akzeptieren, wie es mir vorgegeben wird. Und das werden wir zu 100% machen. Und wir werden es mit allen Lücken und mit allen Vorteilen für uns zu nutzen wissen. Herr Dr. Gerold. Ja, also ich freue mich auf die neue Saison. Prima. Gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und